Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gefecht in World of Tanks. Ich fahre den IS-2M, einen sowjetischen schweren Panzer, auf der Karte Lakeville. Und ich will zur Position D1. Seit die Karte geändert wurde, ist es von dieser Seite aus schwieriger, die Gegner da an diesem Hügel aufzuhalten. Denn mittlerweile gibt es von der anderen Seite einen Weg hier nach oben, um uns zu bekämpfen. Und ich sehe auf der Minimap, dass nicht allzu viele Panzer mitgefahren sind. Ein Panther M10 ist vor mir und hinter mir der TOC 2. Und der Pavlek Tank ist wohl noch nicht im Spiel oder AFK. Und dann sehe ich hier einen STV 74, schwedischer mittlerer Panzer, der genau diesen Vorteil jetzt auf der anderen Seite nutzt, um hier hochzukommen. Oh, ich bin gespottet. Und da ist ein Tiger 131. Und ich merke schon, ich stehe an dem Felsen hier nicht besonders gut. Ich kriege die Kanone nicht gedrückt. Ich muss versuchen, anders ranzufahren. Da ist ein weiterer Tiger 131. Ich kriege die Kanone immer noch nicht weit genug runter. Und jetzt muss der Panther M10 da oben ordentlich leiden. Konnte ich ihn nicht richtig unterstützen. Aber auch auf dieser Seite steht die Kanone zu steil nach oben und ich kriege sie nicht gedrückt. Noch etwas anders ranfahren. Oh, jetzt habe ich gleich eine kassiert und den Schuss daneben gesetzt. Kein guter Auftakt. Gleich der nächste Versuch. Und abgeprallt am Tiger 131. Habe ich wohl nicht lang genug einzielen lassen. Der STV steht immer noch da oben und spottet fleißig. Und da kommt der Tiger. Jetzt konnte ich ihn treffen. 365 Schaden in den Tiger 131. Ja, die Kanone des IS-2M hat ordentlich Power. Aber der STV spottet mich da weiterhin fleißig. Und da hat mir der Tiger 131 die Kanone kaputt gemacht. Aber dafür habe ich ihn zerstört. Tiger 131 ausgeschaltet. Oh, ich sehe, der Pavlek Tank ist erwacht. Und gesellt sich hier zu mir. Und das ist ein Panther. Ich bin auch gleich wieder gespottet. Mit einem Blick auf den Zwischenstand, es steht schon 2-7. Und der Tiger 131 kommt wieder hoch. Hat mich zwar auch getroffen, aber ich ihn deutlich härter. Und ich glaube, der Pavlek Tank hat ihn zerstört. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wer den Tiger ausgeschaltet hat. Der Panther noch mal hoch. Ah, da kommt eine SU-100Y. Voll getroffen von vorne. 394 Schaden. Und der Pavlek Tank hat die SU-100Y ausgeschaltet. Und jetzt sehe ich, dass unsere Dorfseite gefallen ist. Und ich orientiere mich jetzt um. Da hinten ist eine SU-100M1. Und unsere Basis wird schon... Ah, der war zu schnell hinter dem Hügel. Ich bin wieder auf.
8 zu 12. Einzielen lassen. Und 433 Schaden in die SU-100 M1. Und außer mir ist nur noch der Perplex Tank übrig. Da drüben ist ein T-43. Einzielen lassen. Das dauert einen kleinen Moment. Zerstört. Und das ist SU-152. Oh, nicht getroffen. Oh, da ist der Perfect Tank zerstört. Und das Spiel ist zu Ende. 10 zu 14 verloren. Ja, das war das Gefecht mit dem IS-2M auf der Karte Lakeville. Leider eine Niederlage. 5 Punkte für den Battle Pass. Und noch einige Aufgaben erfüllt bzw. weiter vorangetrieben. Gehen wir mal in die Teamauswertung. Platz 2 anhand des Schadens, 2222. 2 Kills. Und daraus ergibt sich eine WN8 von 3259. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, drückt den Abonnieren-Knopf und dann hören und sehen wir uns im nächsten Gefecht wieder.